Jo, da sind wir wieder bei Metroid Other M und ich bin schon mal bis zum Hauptfahrstuhl hingegangen, einfach mal um ein bisschen Zeit zu sparen. Und mir ist im Menü ein bisschen was aufgefallen, was mich doch ein bisschen gestört hat. Ich bin mir 100% sicher, ich habe 4 Schnelllader aufgesammelt bisher. Aber stehen nur 3. Warum auch immer. Kann das sein, dass er irgendwo eigentlich gespeichert hat, weil ich gestorben bin oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich nicht zugehört, was sie gesagt hat. Ich gucke einfach mal an jeder Stelle nochmal nach, wo ich schon mal war. Weil ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich doch so viel habe, aber irgendwie... So, wir müssen dann nach rechts. Gut, da oben wäre irgendwo eins. Aber gehen wir erstmal hier halt lang. Ja? Wollt ihr nicht eben raufen? What? Hä? Okay, dann gehe ich halt den anderen Weg. Ich bin sicher, dass ich da hinten mal lang muss. Au. Hip-hop-hop-hop-hop. Geh weg. Nee. Ist doch falsch. Kann ich hier irgendwie rein? Nein, ist noch zu. Hä? Wieso ist die Tür da hinten? Muss hier irgendwas aktivieren oder so? Okay, dann laufe ich halt den anderen Weg zurück, weil irgendwie ist die Tür noch zu. Okay. Dann halt so. Und tschüss. Einfach weg hier. So, hier können wir wieder hoch. Den erstmal zur Seite hauen. So, wo können wir lang? Einfach hier mit Speed Booster durch und da kurz anhalten und da reingehen. Wir müssen anscheinend den anderen Weg wieder zurücknehmen. Auch wenn der mir irgendwie falsch erscheint. Hä? Wieso war die Tür da unten? Ach, ich gehe jetzt einfach hier weiter. Ach ja, stimmt. Hier ist ja der ganze Weg jetzt kaputt. Und hier musste man auch mit Speed Booster rüber. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe irgendwo einen falschen Weg genommen. Egal, gehen wir jetzt noch weiter. Ach, jetzt bist du schon wieder da. Muss ich eventuell von hier aus die Tür wieder aufmachen, da oben. Das kann gut sein. Dass ich von hier die Tür da hinten aufmachen muss. Na? Komm. Zeig dich mir. Okay, dann bin ich vielleicht doch nicht so... Du hängst irgendwie fest. Wow! Das hat mich jetzt überrascht. Okay, vielleicht bin ich doch nicht so falsch, wie ich dachte. Aber es ist gut, dass ich gerade hier nochmal bin. Dann kann ich doch mal eben schnell nachschauen. So. Gucken wir nochmal. Ah. Ja, jetzt ist die offen. Kann ich auch hier nochmal? Ne, ich kann hier nicht durch. Schade. Whee!
einfach hier durch. Ach fu, jetzt brauche ich hier den ganzen Anlauf. Muss einfach hier schnell kaputt machen. Hallo, ich bin ausgewichen eben. Genau so. Ja, gut geschossen, Samus. So, einfach Anlauf nehmen. Und einfach gleich schön übers Lavabecken springen. Alle, hopp. Perfekt. Hätte nicht besser laufen können. Hä, versteht ihr? Laufen. Speedbooster. Da laufe ich auch. Lass mal das. Okay. Machen wir den ganzen Weg nochmal hin zurücklaufen. Hui, runter und links rum. So, du bleibst noch kurz da stehen. Will ich gerade nicht sehen. Hat sich gereimt. Na, fast hätten wir den Speedbooster aktiviert. Schade. So, dann hier runter, hier rum. Hier kommt gleich noch so ein des Gegers, glaube ich, heißen die. Eigentlich wollte ich dich gar nicht angreifen. Entschuldigung. Des Gegers. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ich gucke die ganzen Namen immer nach, damit ich euch auch wenigstens hier sagen kann, wie die ganzen Viecher heißen. So. Jetzt können wir da rein. Jawohl. Boah, Hilfe. Au. Das tat weh. Gut. Schrei doch nicht so, Frau. Samus, use of the grapple beam is authorized. Get to Anthony and cover him. Au, das hat weh. Du hast auch einen Namen, aber ich bin gerade zu beschäftigt, um dir den mal schnell nachzuschauen. Rein in mit dir. Was? Ich habe doch eine Rakete in die Fresse geschossen. Brauchst du noch einen oder was? So, hier hast du Rakete. Wenn du unbedingt zwei haben willst. Wow, dicker Laser. So, hier hast du deine Missiles. Schnell hin. Ich glaube, ich habe ihm die Fühl ausgerissen. Und jetzt flüchtet der schon wieder. Immer haut das Viech ab. Nee, nee, nee. Aber jetzt haben wir auch endlich den Grapple Beam. Yay. That was ugly. Thanks, Princess. Rodogian, so you know this. Called? Commander gave us a new directive to move as a unit. Our gather point was a navigation booth near here, but when no one showed, I figured I'd just take a look around. That's when I got jumped by those things you just saw. What was your unit directive? I'm tracking that monster. We were heading to the geothermal power plant to open the magma eruption port. Gotta restore the power in this place, so I can see that pretty face of yours. Yeah, it seemed a little excessive to send the whole unit to do it, but he's the commander. He must have had a reason. Mm-hmm. So, Samus. How you feeling about the commander, huh? Ah, ein Flashback. Ich kann mich jetzt zurücklehnen und zugucken. Ian has arrived at the drive unit. Ian, be careful out there. I know this is a routine fix, but don't let your guard down. There were 300 people on board. Their lives are in your hands. Roger that.
The drive unit's going critical. The unit is overheating beyond our estimates, sir. Ian! Commander Malkovich, unit meltdown imminent. It's going to explode. Prepare to disengage the drive unit immediately. But Ian's still inside. Adam, I can reach him. Give me the order, please. Lock and secure the shielding doors now. Adam, wait! There's still time. I can make it. Please, let me go. I mean, that's Ian. That's your little brother out there. We're out of time, sir. Adam, please, let me go. You have to trust me. Just give me a chance. Commence drive unit disposal immediately. That's an order. Adam was right. If we had waited any longer, it would have meant the end of those we had come to rescue, and the end of us as well. I knew that, but... At the very least, you wouldn't be standing here now. That's what the commander was most scared of. I was childish. No one should have to make the choice that Adam did, and yet all I could do was question his authority and make things more difficult. Hey, you were just a pup then, and the commander knows it. Look, forget it. Sorry for hitting a nerve. We better get going anyhow. Man. If something like that happened now? Best just forget about it. I'm out. Mm-hmm. I knew the question Anthony was suppressing, and I knew the answer. If something like that happened again, I would hold fast to that glimmer of hope and try for redemption. That's who I am. So, endlich dürfen wir wieder was machen. So, jetzt muss ich kurz mal schauen, war da hinten noch was? Nein. Wir gehen hier weiter. Denn wir müssen ja immer noch, mal kurz so zeigen, in den Datenraum. So, die können wir jetzt wenigstens mit einem Schlag töten. Ciao, des Gigas. Gehen wir weiter. So, das war vorher der Raum, in dem wir nicht weiter konnten, aber... Hallo. Was machst du denn hier? Ha, ins Gesicht. Nix da, du haust hier nicht ab. Verbrenne. So, einmal darüber und loslassen. So, kommt noch einer? Nein. Dann darüber. Und loslassen. So, wenn ich mich jetzt nicht irre. Lalalalala. Ist hier. Ein Tankbauteil. So, Moment. Hey, jo. Hey, jo. Ach, perfekt. Hochrufen Kontrollraum. Mhm. Cool, dass das einfach so da durchgeht. So, hier fallen wir runter. Hm, da können wir nicht weiter. Also würde ich sagen, wir gehen nach oben. Direkt da rein. Und direkt da hoch, würde ich sagen. Krabbeln wir hier so ein bisschen weiter durch. Die Dinger lassen wir hier fallen. Oh.
Hallo. Puh, jetzt habe ich deinen Namen vergessen.